Ja, begrüße ganz herzlich. Zum Pressegespräch nach dem Spiel U21 erst FC Köln gegen SC Fortuna Köln. Und da gerne der Gäste, Herr Koschina, erstmal mit seinem Kommentar zum Spiel. Ja, ich glaube, dass wir alle im höchsten Maße intensives Spiel gesehen haben. Bei dem wir natürlich es uns selbst ein Stück weit schwer gemacht haben, indem wir alles, aber wirklich alles innerhalb von 10 Sekunden, was wir in der Spielvorbereitung an gefährlichen Möglichkeiten, die der FC so hat, in eine Situation gepackt haben, negativ. Erst ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung, dann diesen Schnittstellenpass A nicht bekämpft und B nicht sauber zugelaufen. Und dann ist es klar, dass das Spiel ein schwieriges, kompliziertes wird. Der FC hat aus meiner Sicht in den ersten 20 Minuten richtig, richtig stark agiert. Und wir hatten in ein, zwei Situationen wirklich Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Mit Sicherheit gab es in der Phase auch schon gute Möglichkeiten von uns, primär durch Standardsituationen, aber mehr wuchtig, mehr über Kraft und weniger herausgespielt. So nach 20, 25 Minuten haben wir uns dann ein bisschen freigeschwommen, haben vor allen Dingen unser Flügelspiel etwas besser aufgezogen, kamen häufiger in den Rücken der Abwehr. Trotz alledem ist es natürlich eine gefährliche Situation, wenn du mit einem 0-1 in die Halbzeit gehst, weil ganz klar, dass der FC über ausreichend Qualität verfügt, dann eben mit einer Situation so ein Spiel auch zuzumachen. Insofern galt es für uns, da so eine vernünftige Mischung zu finden, zwar auf der einen Seite aus druckvollem Spiel, auf der anderen Seite aber auch aus der entsprechenden Geduld. Das ist uns ganz gut gelungen. Ich glaube, wir haben wirklich so nach der Pause 20, 25 Minuten sehr, sehr attraktiven, guten Tempo-Fußball gespielt, hatten eine gute Rückwärtsbewegung und haben extrem viel Druck ausgeübt. Haben da sehr, sehr intensiv gearbeitet und dann folgerichtig auch den Ausgleich erzielt und dann später den 2:1 Siegtreffer. Man hat schon gemerkt, an der hohen Zahl an Spielern, die gegen Ende entweder mit Krämpfen da gelegen haben oder tatsächlich nicht mehr konnten, dass dieses Spiel mit einer ganz hohen Intensität, mit sehr, sehr hohem Tempo geführt wurde. Ich denke trotzdem, dass es am Ende aufgrund dieser starken Phase nach der Pause ein nicht unverdienter Sieg war und ganz klar, die Atmosphäre war toll, es waren sehr, sehr viele Fortuna-Fans da, erwartungsfrohe Fortuna-Fans und egal wie dieses Spiel abgelaufen wäre, eine Niederlage hätte ich hier sehr, sehr schwer, sehr, sehr ungern kommentieren wollen. Insofern ist das ein weiterer, sehr, sehr positiver Schritt für uns. Vielen Dank. So. Ja. Uwe hat schon viele gute Dinge gesagt, wo ich mich einfach nur dranhängen kann. Also zuerst mal, Uwe, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für euch, dass er da weiter so erfolgreich spielt, wie er es angegangen hat. Leider auf unsere Kosten. Ja, ich glaube, das war genau das, was der Uwe sagt. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben natürlich sehr früh das Tor gemacht. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Nachdruck und beflügelt auch eine Mannschaft. Und denke insgesamt, dass wir das erste Halbzeit sehr, sehr gut gelöst bekommen haben, gegen die doch sehr robuste und auch das, was der Uwe nämlich sagte, mit Wucht kommende Mannschaft von Fortuna, die fernzuhalten, außer über Standards, war da nicht allzu viel. Wir hatten zwei, drei Konter, die sie schlecht zu Ende spielen, aber im Grunde genommen haben wir schon aus dem Spiel heraus sehr wenig zugelassen und sehr gut verteidigt auch. Punktuell dann auch immer wieder den Weg nach vorne gesucht. Unterm Strich vielleicht die eine oder andere Möglichkeit dann auch schlecht zu Ende gespielt, außer dem Kopfball vom Robin Schmidt war da auch nicht mehr viel, was Richtung Tor ging. Und so sind wir in die Halbzeit gegangen und dann kam das, was der Uwe gerade schon erwähnt hat, dann kam die Fortuna mit all ihrer Wucht, mit all ihrer Präsenz, die sie an den Tag legen kann, mit all ihrem Tempo, was sie wirklich auch in der Lage ist zu spielen, kam sie dann aus der Kabine und dann ist er 20, 25 Minuten sowas von bearbeitet, dass wir einfach keine Mittel gefunden haben, uns dem zu entziehen. Und deswegen folgerichtig fiel dann auch das 1-1, nachher dann das 2-1 und ja, erst eigentlich in den letzten 10 Minuten konnten wir uns nochmal befreien, wo wir nochmal alles dann auch nach vorne geworfen haben, um den Druck mal auch nur ein bisschen entgegenzuhalten und selber nochmal zumindest in die gegnerische Hälfte zu kommen. Unterm Strich muss man wirklich sagen, aufgrund der klaren Torschancen, die Fortuna auch lange Zeit in der zweiten Halbzeit ausgelassen hat, ist der Sieg in Ordnung. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat die Mannschaft das ordentlich gemacht. Wie gesagt, wir haben es nicht geschafft, in der entscheidenden Phase nach der Halbzeit Gegenmittel zu finden, um den Druck zu entziehen. Aber ich kann der Mannschaft im Großen und Ganzen da auch keinen Vorwurf machen, weil sie, wie gesagt, auch ein sehr intensives Spiel betrieben hat, um denen entgegenzuhalten. Und leider hat es für uns heute nicht gereicht. Aber wir haben am Dienstag in Düsseldorf, glaube ich, ein ganz anderes Spiel vor der Brust, wo es mit Sicherheit auch wichtiger wird, diese drei Punkte für uns einzufahren. Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen?
bin frei im Urlaub vielleicht. Ich kann mir die Antwort auf was schon denken, aber ich frage trotzdem mal, der Blick auf die Tabelle, Fortuna ist jetzt zumindest bis morgen Spitzenreiter. Was sagst du dazu? Tja, das ist mit Sicherheit eine angenehmere Situation, als irgendwo im Mittelfeld zu stehen, keine Frage. Letztendlich ist es natürlich auch Lohn unserer Arbeit. Also ich habe das ja schon häufig erwähnt, dass es für mich schon elementar wichtig ist, in einer dermaßen starken Liga, also vor allen Dingen was die Zahl der Spitzenmannschaften angeht, gut in die Saison zu starten. Und das war eigentlich immer so unsere größte Skepsis, dass diese hohe Zahl an absoluten Top-Begegnungen zu Beginn eben auch mal dazu führen kann, dass du zwar gut spielst, aber möglicherweise einfach punktemäßig nicht so gut rauskommst. Das haben wir, finde ich, wirklich sehr, sehr gut gemacht, mit Ausnahme des Siegenspiels. Wir haben viele enge Spiele gewonnen. Heute, das gehört mit Sicherheit aufgrund seiner Emotionalität, aufgrund dieses Derby-Charakters irgendwo auch dazu. Und dann ist das natürlich irgendwo auch Lohn der letzten Wochen, überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist es logischerweise eine Momentaufnahme, weil A, haben wir ein Spiel mehr. Natürlich muss die Viktoria diesen 18. Spieltag auch erstmal siegreich bestreiten. Und sie können morgen auch nachziehen. Ich habe aber immer wieder gesagt, sowohl im Verein, also gegenüber letztendlich meiner operativen Ebene, als auch vor allen Dingen gegenüber der Mannschaft, dass der Blick auf die Tabelle jetzt Woche für Woche und vor allen Dingen dieses Nachhäscheln oder auf Ergebnisse der Viktoria schauen, ja völlig unangebracht ist, weil die Energie, die können wir besser verwenden für unsere eigene Arbeit und dann wird sich alles andere ergeben. Und ich denke, wir haben jetzt einen Punkteschnitt, mit dem wir wahrscheinlich in jeder anderen Liga irgendwo vorne weglaufen würden. Aktuell gibt es eine Mannschaft, die relativ gesehen in Bezug auf die Anzahl der Spiele noch besser ist. Und dann muss man eben auch irgendwann mal sagen können, Kompliment, das ist so, dann müssen wir sie eben direkt bekämpfen. Und das Spiel kommt ja auch irgendwann, aber das ist noch so weit weg, da haben wir noch so viele Hausaufgaben zu machen, dass es, wie gesagt, eine nette Momentaufnahme ist, aber mehr auch nicht. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Wenn Sie möchten, nehmen Sie noch einen Kaffee oder was zu trinken. Ansonsten gute Heimat.